Ich habe Ende Januar habe ich Corona bekommen. Seitdem habe ich Long-Covid. Ja, es fing eben mit Erschöpfungszuständen, Atemnot, Schlafstörungen an. Und es blieb die ganzen Monate durchgehend. Dementsprechend war ich dann zum Hausarzt gegangen, dann zum Kardiologen, alles abgecheckt. Keiner konnte mir weiterhelfen. Wir hatten noch einen außerordentlich spannenden Fall einer Patientin, die doppelt geimpft und geboostert war mit BioNTech und im Anschluss daran eine Corona-Infektion entwickelte. Im Anschluss an diese Corona-Infektion war die Patientin kaum noch arbeitsfähig. Ihre Leistungsfähigkeit war drastisch reduziert. Ihren eigenen Worten gemäß etwa um 80% gemindert. Die Patientin war vorher fit, gesund, nahm normal am Leben teil, ging ins Fitnessstudio und konnte alles machen, konnte Überstunden arbeiten etc. pp. Und anschließend ging quasi fast nichts mehr. Und im Mai habe ich dann die erste Endosparese bekommen. Und es war wirklich ein wahnsinniger Unterschied. Es ging mir einen Tag vor der Endosparese wieder richtig schlecht. Da hatte ich so eine totale Erschöpfung gehabt. Und am Dienstag habe ich die Endosparese bekommen. Und am nächsten Tag merkte ich schon am Vormittag, dass diese Erschöpfung, diese Schwere weg war. Im Laufe der Woche merkte ich eben auch so, dass ich keine Atemnot mehr hatte, wenn ich eine Etage gegangen bin. Nach der zweiten Endosparese ist es jetzt so, ich kann zwei Etagen gehen, ohne dass ich oben ankomme und Atemnot habe. Und auch ich habe keinerlei Erschöpfungszustände mehr. Man kann sagen, ich habe mein Leben wieder zurück. Die Patientin berichtete von einer ganz erheblichen Verbesserung, dass sie wieder annähernd ein normales Leben zurückgewonnen habe, bereits nach der ersten Apherese, und ist wieder im normalen Leben alltagstauglich, kann alles machen, ähnlich wie vorher, allenfalls mit, naja, geringen Einschränkungen, wenn überhaupt. Wir haben bei dieser Patientin die typischen Antikörper nicht nachweisen können. Es gibt bestimmte autoimmune Antikörper. Die adrenergen und muskarinergen Antikörper waren nicht nachweisbar. Allerdings war das Angiotensin-Converting-Enzym, ACE genannt, signifikant gesenkt im Anschluss an die Impfungen und im Anschluss an die Corona-Infektion. Was hier konkret ursächlich war, ob es die Impfungen oder die Corona-Infektion war, lässt sich nicht genau differenzieren. In jedem Falle ist die Infektion verursachte Entzündung gemindert, in dem Sinne, dass die Patientin wieder ihre normale Leistungsfähigkeit zurückerlangen konnte.